Oh. Hat mal ein ordentliches Bäuchlein. Dazu gibt es sogar noch was. Schauen wir mal, was da drüber drin steht. Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung soll für einen Troll gefertigt. Wurde für einen Troll gefertigt. Da sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder, denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Was? Ja, warte, nochmal. War bestimmt Ausstellungsstück. Ja. Zu schnell mit meinem Finger. Wie schon wieder aufgehört? Rebellion. Schatulle des Feuerkelchs. Kennen wir doch. Aha. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungiert seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Dankeschön. Bitte. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Die doch mal zusammen. Revelio. Definitiv viel zu lesen für meine Frau. Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Gerlich, Hufflepuff im siebten Jahr. Von Alraun über Mistelzweige und Bubutublern bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit dem in der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Ja, ja, ja. Eben war das. Rebellion. Trophäenraum. In diesem Raum befindet sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Dankeschön, mein Schatz. Bitteschön. Ja, das sieht aus wie ein Schloss. Ja, hier ist wieder ein Schloss. Geh nicht auf. Okay, wieder so einen komischen Pullover. Muss ich gleich definitiv mal umziehen. Der sieht komisch aus. Rebellion. Okay. Hätte ich am Schwung auf. Dann mal los zu ihr. Gucken wir mal, gucken, ob wir da hinporten können. Weil ja dort ja auch die Mission ist. Porten wir doch da einfach mal hin. Habe ich bis jetzt in der Hinsicht noch nicht groß genutzt. Weil man doch immer wieder was findet, ne? Sie wollten mich jetzt nicht ablenken lassen. Kennen mich, dann gehen wir wieder irgendwo anders hin und kommen wieder nicht dazu. Ja. Viele lenken einen ab, vor allem solche. Die, glaube ich, ein bisschen woanders porten können, aber naja. So übersichtlich ist das hier nicht mit dem Porten, finde ich. Aber hey, ich laufe ja sowieso so gerne ins Spiel. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ja, ich habe deine Koboldsteine.
Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nö. Ich glaube, ich behalte sie. Kriegst du sie nicht. Bäh. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Die Siege gehen auf mich etc. Runter auf die Knie und bete mich an. Entschuldigung. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Wie geht denn tatsächlich auch mit mir? Ah ja. Ja, cool. Ja. So, dann können wir ja jetzt zu dir hin. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Boah, selbstverständlich. Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Gut gemacht. Mal, was man noch hier so an Zauber kriegt, ne? Auf dich hier. Nee. Oh, warte mal. Krieg ich auch die Flüche? Ach was. Alter. Die sind doch verboten. Oder nicht? Stimmt, zu Harrys Zeiten, ja. Da aufpacken, super. Den brauche ich. Damit kann ich, glaube ich, die Kisten öffnen. Incendio. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Nee, nee, keine Angst. Jo, Leute, wenn ihr Feuer braucht für eure Zigaretten oder so, ne? Feuermann. Jetzt Feuer mit meinem Stab machen. Oh nee, das hört sich verkehrt. Das hört sich so mega verkehrt an. Das ohne ihn Feuer vorzuglühen. Es musste raus. Also, müsste nicht der Hilfe brauchen. Professor Fick, Sie können da was ich gerne möchte. Ah, sehr gut, Eis. Dann bin ich wenigstens nicht alleine. Ah, da sind Sie ja. Natürlich bin ich hier. Ich habe ja drauf gewartet. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler.
Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Digga, manches Mal muss man sich da so böse verkneifen zu lachen. Das ist böse. Zauberstab gut im Griff. Doch wir wollten jetzt alles Kaffee. Eis wollte Kaffee haben. Er braucht das. Alter. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Dann gehen wir eben zu ihm. Nein, runter. Hoch, runter. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Hä? Ich weiß jetzt nicht gerade, warum Aragorn auf Michel reagiert hat. Hä? Hä? Ja, ich kann es ja lesen. Hier, bitte. Also Michel hat dir gerade den Kaffee gegeben, Eis, ne? Diesmal ist Aragorn aber auch sehr empfindlich. Ja. Ich hab mal ein bisschen höher gestellt. So. Jetzt müsste es gehen, Michel. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Eine Petzliese. Danke, Sebastian. Bis später dann. Hier ist nichts. Ja, ich will nicht nah dran, weil ich hier die Buchseite haben. Komm, flieg nochmal hoch. Komm näher. Ich hab hier die Taste geändert. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa.
ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Okay, wer von euch denkt gerade darüber nach, in die Mädchen- und Kleidekabine zu gehen dabei? Ja, Schatz, du bist ja auch ein Mädel, ne? Du brauchst keinen Zauber dafür. Ich kann nicht da nichts reinpacken. Oh, ja. War mir klar. Ganz leise. Rede nicht so laut. So, nahe Gegner spüren. Oh, ich kann nicht laufen. Ich habe das Laufen verlernt. Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. Genau. Mach weiter so. Einen guten Job. Hast du mal geträumt, du wärst ein Druide, Michel? Okay. Was schon. Die irgendwie blinken so. Das ist eine Rune? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Links den mal ab. Ist da jemand? Oh, die hat das voll nicht mitgekriegt. Sind Sie das, Peeves? Ja, wo willst du lang? Agathe. Revelio. Incendio. Hey, ah. Jetzt auf drei. An. Muss ich erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt auf der anderen Taste ist. Buchseite, komm her. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Nicht. Der Traum wirkt schon real, schon komisch, wie intensiv man manchmal träumt. Ja, das stimmt. Oh, manchmal, als ob es echt wäre. Oder vielleicht in einem anderen Leben? Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Nutze den Basis. Ja, das haben wir schon selbst herausgefunden. Geist, sei vorsichtig. Revelio.
Wenn sie sterblich sind, kehren sie besser um. Ich bin nicht sterblich. Hier nicht noch ein Geist? Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Was ist das eiskalte Händchen? Niemand darf uns sehen. Ah, wie war das eben gerade mit Schleichen und Nicht-Schleichen? Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blake bis zu St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Beweg dich. Will er nicht weg? Ich glaube, die ist verbuggt, ne? So, das ist... Lentrüchen, du kannst mich nicht sehen, ne? Ja, dann kann ich dich nicht öffnen. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Kann man nicht einmal in Ruhe umherstehen? Raus hier! Wo ist die denn jetzt hergekommen? Jetzt packte die die ganze Zeit fest und auf einmal taucht sie auf. Wow. Du wirst Druide? Hast du extra gegoogelt? Wonach hast du denn danach gegoogelt? Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von circa 400 Euro, machst du das? Revelio. Ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ja, war wirklich verbuggt. Ja, aber jetzt siehst du sie ja hier nicht mehr, ne? Nächste Seite. Hebel. Oh. Ja. Wen haben wir hier? Oh, oh. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin?